Wie viele von euch möchten also am Ende von einem Webinar oder einem Workshop oder einer Aktion so richtig viel verkaufen? Die schreiben mal ich in den Chat. Und wie viele von euch wollen nicht nur 300 Euro verkaufen oder 50 oder 1000, sondern jeden Monat mindestens 10.000 Euro? Die schreiben mal 10.000 in den Chat. Und wie viele von euch wollen beides? Die schreiben mal beides in den Chat. Mein Name ist Anne-Christin Holm und ich bin die Initiatorin dieses Verkaufstrainings, wo ich dir über Weihnachten und Silvester zeigen werde, auch bei meinen Rauhnächten, wie du Menschen begleitest, dass du ihr Bewusstsein erhöhst, dass du sie in die Freude bringst, dass sie mit dir gemeinsam Spaß haben. Und wenn du als Coach so richtig ablieferst, dass sie am Ende von dir auch noch was kaufen. Und deswegen geht es heute um den Teil am Ende, nämlich das Verkaufen. Wir fassen das noch einmal zusammen. Schreibt mal in den Chat die Elemente, die wir zum Verkaufen brauchen. Das wäre als erstes, ab wann gilt dein Angebot? Schreibt mal in den Chat, dass du Klarheit hast mit deinem Angebot. Ab wann gilt dein Angebot? Also ab wann startet das Training, der Workshop, die Masterclass, die Mastermind, eine Aktion, ab wann? Das sehe ich schon ab 1.1., 1.2., 10.1., 2.2. Ihr müsst also ganz klar kommunizieren, ab wann gilt dieses Angebot. Dann musst du ganz klar kommunizieren, wie lange geht denn diese Aktion oder dieser Workshop? Schreib mal in den Chat. Geht es ein Jahr? Geht es 8 Wochen? Ist es vielleicht Lifetime? Und Lifetime heißt nicht, das geht so lange, bis du tot bist, sondern Lifetime bedeutet, dieses geht so lange, wie es dieses Angebot, diesen Workshop oder diese Mastermind existiert. Also so lange, wie es eben diese Dienstleistung gibt. Und dann braucht ihr einen Wert. Was ist denn der Wert von eurem Angebot? Und diesen Wert, den erklärst du auch richtig schön. Was haben die Menschen davon? Was lernen sie bei dir? Was verändert sich danach in ihrem Leben? Was können sie danach, was sie jetzt noch nicht können? Und dies hat einen Wert, und da sehe ich schon, 6.600 Euro, 5.997, 9.900. Diesen Wert, den bestimmst du, den fühlst du hier im Herzen. Denn auch du hast sicher viel Zeit und Geld investiert, um das zu lernen, um Menschen in eine Transformation zu bringen. Und wenn du Menschen dabei unterstützt, dass sie die Transformation erleben, dann ist das sehr viel wert. Wenn du es schaffst, dass Menschen sich so verändern, dass sie hinterher nicht mehr zurückfallen in ihr altes Muster, ist das mindestens 10.000 Euro wert. Denn das Wissen, was du hast, haben viele Menschen nicht. Und du hilfst ihnen dabei, dass sie nicht nur das Wissen sammeln wie eine Bibliothek, sondern dass du es schaffst, dass sie sich wirklich verändern. Und nach diesem Wert kommt sozusagen ein super Sonderangebot für heute. Also heute gibt es dieses Angebot. Das ist jetzt ein super Sonderangebot. Das ist ein neuer Preis. Und da ja jetzt bald Weihnachten ist, könntet ihr alle sagen, ein Weihnachtsangebot oder ein Silvesterangebot oder ein Dezemberangebot. Oder das ganze Jahr kannst du immer sagen, diesen Monat mein Monatsangebot. Schreibt mal jetzt in den Chat, was sozusagen der Angebotspreis ist, für das die Menschen das heute bei dir kaufen können. Und dieser Preis ist eine Investition in diese Lebensveränderung. Ihr könnt also viel kommunizieren. Das ist die Investition für deine Lebensfreude, die Investition für die Veränderung. Das ist die Investition für Gesundheit. Das ist die Investition für ein langes Leben, die Investition für einen gesunden Körper, die Investition für regenerierenden Schlaf, die für Beziehung. Das ist eine Investition. Das ist eine was?
Eine Investition, ja, das einprägen, hier reinklopfen, Investition. Und diese Investition, die gilt heute, vielleicht ein paar Tage länger. Du musst also sagen, bis wann muss ich mich entscheiden? Denn Menschen haben ein Riesenproblem, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht kennt ihr das auch von euren Entscheidungen oder von Erzählungen. Und um Menschen dabei zu unterstützen, musst du sagen, wie lange gilt diese Investition, die du heute aussprichst? Gilt die denn bis heute? Gilt die jetzt nur eine Stunde? Gilt die bis 23.59 Uhr? Oder gilt die bis Sonntag 14 Uhr? Oder gilt sie bis Heiligabend? Oder bis zum ersten Weihnachtsfeiertag? Oder bis Silvester? Oder bis Jahresende? Ihr müsst das dazu sagen, denn das erzeugt Druck. Dadurch werden die Menschen dahin gelenkt, dass sie eine Entscheidung treffen müssen. Sie müssen dann überlegen, oh mein Gott, dieses super Sonderangebot gilt ja nur bis heute 18 Uhr. Ich muss mich jetzt entscheiden, weil sie schieben und schieben und schieben und schieben diese Entscheidung vor sich hin. Und deswegen brauchst du einen Wert, eine Investition, die heute gilt. Du musst sagen, wie lange gilt die Investition? Sehr gut. Und als kleinen Bonus könntest du sagen, schreibt mal alle einen Bonus in den Chat. Was würdet ihr als Bonus noch dazugeben? Ein Bonus könnte zum Beispiel noch eine Dienstleistung sein oder ein Buch. Oder dass du erst bezahlst in 4 Wochen oder erst ab März oder ein 1:1-Gespräch sehe ich oder bei Claudia gibt es ein Fotoshooting als Bonus. Also vielleicht gibt es heute noch irgendeinen Bonus. Ein persönliches Gespräch, ein Reading oder ein Monat gratis bei Vollzahlung. Wow, das ist auch ein toller Bonus, liebe Karin. Oder ein Erfolgsmacher-Journal ist auch ein super Bonus. Ja, also ein Bonus erleichtert mir dann noch mal mehr die Entscheidung. Das ist vielleicht der Bonus für alle, die heute sich melden, die heute schreiben, ja, ich will. Alle, die bei Oksana heute schreiben, kriegen noch einen Monat gratis. Alle, die bei Michaela heute buchen, kriegen Zahlpause. Alle, die bei Sabrina heute sich entscheiden, kriegen ein Human Design Reading gratis dazu. Oh mein Gott, spürt ihr gerade, was das macht, dieses gratis heute? Und das kannst du eben nutzen und aufbauen. Und bei Juliane gibt es ein energetisches Familienaufstellen. Bei Achim gibt es ein Essen mit Achim. Ja, wie super. Also alle heute beim Achim buchen, dann gibt es noch ein Weihnachtsessen. Und darum geht's. Merkt ihr gerade diese Freude, ja, diese Energie, dass das alles mit Spaß und mit Liebe kommuniziert wird. Ja, und das wäre jetzt eine Übung. Dazu wechseln wir gleich in die Partnerübungen, dass ihr hier wieder einen geschützten Raum habt und das übt. Und für das Üben gibt's 2 Regeln. Im Leben gewinnen immer die, die am schnellsten sind. Die was sind? Die einfach am schnellsten sind. Also geht ihr in die Räume und hebt schnell die Hand oder klickt schnell auf Sprechen. Und wer zuerst spricht, der übt zuerst. Und die 2. Regel ist, es wird in diesen Räumen nicht verkauft. Es wird geübt. Es wird danach sich ein Feedback gegeben. Es wird also nicht nachgebohrt, ja, gib mir jetzt deine Nummer, lass uns nachher telefonieren. Sondern das ist ein geschützter Raum, wo du übst, damit du ein Gefühl bekommst, damit du diese Transformation erlebst. Kriegt ihr das alle hin, ihr Lieben? Viele von euch waren ja jetzt schon dabei, deswegen wechseln wir jetzt gleich in die Übungsräume. Falls hier heute jemand ist, der neu dabei ist, sage ich herzlich willkommen, dass du hier noch neu dabei bist. Bis Ende Januar machen wir das noch. Es gibt nur jetzt eine kleine Weihnachtspause. Genieße also heute diese Übungsräume. Schau einfach nur zu, wie die anderen dir jetzt gleich ihr Angebot präsentieren. Gebt euch ein Feedback
Ich gebe euch 10 Minuten Zeit in den Räumen. Schaut einfach, wie weit ihr kommt, damit ihr dort voneinander lernt, übt und auch fühlt, wie das die anderen machen, was die anderen noch für Ideen haben. Und dann kommt ihr wieder zurück in den Hauptraum und wir werden dazu eine kleine Feedback-Runde machen. Wie viele von euch haben jetzt also Lust, das wirklich zu trainieren, das ja, mit Lust, mit Liebe, mit Spaß, ohne Perfektionismus, sondern wirklich mit Spaß, einfach Spaß zu haben, egal was die anderen denken, lass es einfach mal fließen, vielleicht haust du noch irgendeinen Bonus drauf, den du dir jetzt gar nicht vorgestellt hast, vielleicht fällt dir noch irgendwas dazu ein, was du dann ab heute nutzen kannst, dass du jetzt hier so eine Erfahrung machst, dass das einfach Spaß macht. Dann lade ich euch ein, jetzt in die Gruppen zu wechseln. Die Gruppen sind jetzt offen, ihr könnt jetzt wechseln. Und ich wünsche euch dort ganz viel Spaß beim Üben. Ganz viel Spaß bei der Transformation, die jetzt nur entsteht, wenn du in den Räumen bist, wenn du mitübst. Falls du das Ganze also jetzt hier auf YouTube siehst und dich fragst, oh mein Gott, was machen die jetzt? Dann melde dich auch mal an und mach noch mit bis Ende Januar. Melde dich an über den Link unter dem YouTube-Video zur aktuellen Challenge und dann bist du immer dabei. Wir machen immer verrückte Sachen, wir machen immer den geilsten Scheiß. Wir machen die Dinge, die jetzt funktionieren, damit du als Coach jetzt Menschen helfen kannst. Denn sind wir mal ehrlich, die Menschen wollen einfach die Wahrheit nicht hören. Niemand steht früh auf und sagt, oh, ich habe 1.000 Euro Inflationsprämie bekommen und 500 Euro Weihnachtsgeld und 200 Euro von meiner Steuerrückzahlung. Ich kann jetzt 2.000 Euro in einen Coach investieren für mehr Selbstliebe. Oh mein Gott, ich suche mir endlich einen Coach für mehr Selbstliebe. Sind wir mal ehrlich. Solche Menschen gibt es nicht. Niemand steht früh auf mit der festen Absicht, ich suche mir heute einen Coach und baue mein Selbstwertgefühl auf. Ich will nämlich endlich zu mir stehen. Ich will endlich meinen Eltern mal das sagen, was ich ihnen schon immer sagen wollte. Ich will endlich meinem Partner gegenüber endlich meine Wünsche äußern. Ich will endlich irgendjemanden, der mich ständig immer belehren will, endlich mal sagen, dass er damit aufhören soll. Ich will vielleicht endlich mal irgendjemanden sagen, dem ich liebe, dass ich ihn liebe. Oder ich will endlich jemanden mal um Verzeihung bitten. Oder ich will endlich irgendwo um Vergebung bitten. Dafür brauche ich Selbstwert, Selbstbewusstsein. Aber niemand ist sich dessen bewusst, dass es dafür Coaches gibt. Und deswegen unterstütze ich im Rahmen solcher Aktionen, solcher Challenges, Coaches dabei, dass die sich einfach mal ausprobieren und mit Spaß dieses Verkaufen üben, dass sie bestimmte Formeln bekommen, bestimmte leichte Fäden, immer einen Wurm, wo Menschen anbeißen. Denn wenn sie nicht bei Coaching anbeißen, brauchen wir ja einen Wurm, wo sie stattdessen anbeißen, wahr oder wahr? Und jetzt im Dezember ist der beste Wurm eben Weihnachten, Silvester, die Adventssonntage oder Nikolaus oder der Jahresstart. Zum Beispiel auch die Rauhnächte. Und viele Coaches machen eben jetzt Rauhnachtsbegleitung, damit sie Menschen einladen können in ihre Webinare, in ihre Workshops, in ihre Rauhnächte, damit sie sich einfach mal kennenlernen und später dann den Bedarf wecken können, wenn sie Ziele haben, dass sie vielleicht mehr Selbstwert aufbauen wollen, mehr Selbstbewusstsein oder mehr im Unterbewusstsein Ziele anlegen wollen für mehr Leichtigkeit. Denn viele Menschen wissen gar nicht, dass es ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein gibt, dass ein Unterbewusstsein 95% stärker ist als das Bewusstsein. Und genau das lernen die Coaches in den Coaching-Ausbildungen. Mein Name ist Anne-Christine Holm. Ich komme aus dem Vertrieb, aus dem Verkauf, aus der gehobenen Hotellerie.
Ich habe jahrelang Hotelzimmer, Tagungsräume verkauft. Und irgendwann haben mich viele Firmen gefragt, Anne, wie hast du es geschafft, BMW zu bekommen für das Hotel? Wie hast du es geschafft, SAP zu gewinnen für das Hotel? Wie hast du es geschafft, dass der Haufe Verlag extra hierher fährt, sich das Hotel anschaut und hier Tagungen unterbringt? Und so machte ich lauter Impulsabende, gab Seminare. Und auf einmal fragten mich immer mehr Coaches, wie man Kunden gewinnt. Und weil ich die Coaches nicht kannte, ich wusste nicht, was es in einer Coaching-Ausbildung gibt, was dort gemacht wird, warum die sich so schwer tun, warum die ständig, wir hängen übrigens gerade den Weihnachtsbaum auf, deswegen knallt es hier ab und zu, also die Kugeln, die wir aufhängen, die fallen hier wohl langsam runter. Und deswegen habe ich eben versucht, die Coaches kennenzulernen in ihren Ausbildungen, damit ich Coaches helfen kann, wie sie Bedarf wecken. Und nachdem auch ich dann in 2 Coaching-Ausbildungen war, testete ich mit über 100 Coaches, die ich dort kennenlernen durfte, verschiedene Würmer. Denn der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und wir testeten und testeten Monat für Monat, Monat für Monat, Monat für Monat einen Wurm nach dem anderen. Und der beste, dickste, saftigste Wurm, der war zum Beispiel eine Aktion jetzt über Weihnachten. Da haben die Coaches alles 10.000 Euro monatlich hinterher verdient oder sogar 100.000 Euro. Und deswegen trainieren wir das hier und ich zeige den Coaches, was die anderen gemacht haben, um im Januar auch endlich in den Genuss zu kommen, Gruppentrainings anzubieten, Workshops, Seminare oder Einzelcoachings. Und jeden Monat gibt es einen neuen Wurm, eine neue Sache, wo Menschen gerne anbeißen. Denn wir haben das untersucht, wir haben wirklich analysiert, was Menschen lieben. Wir wissen zum Beispiel alle, dass Alkohol und Zigaretten ungesund sind. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Alkohol und Zigaretten dem Menschen schaden, dass es krank macht. Es ist statistisch festgehalten, dass jedes Jahr allein in Deutschland 20.000 Menschen an den Folgen von Alkohol sterben. Es ist im Bundesamt der Statistik festgehalten, dass alleine in Deutschland 5,6 Millionen Menschen nicht Menschen, Kinder, 5,6 Millionen Kinder in Familien aufwachsen, wo ein Elternteil wegen Alkoholkonsum geschädigt ist, gefährdet ist, krank ist. Und das ist keine schöne Familiensituation für 5,6 Millionen Kinder in Deutschland. Und deswegen ist es mein Anliegen, gerade Coaches dabei zu unterstützen, dass sie Coachings verkaufen, damit die Kinder bei starken Familien aufwachsen können, damit die Eltern sich das leisten können für ihre Kinder, damit die Eltern Zeit haben, damit sie starke Nerven haben, damit die Eltern so selbstbewusst sind oder so viel Kraft haben, dass sie ihr Leben schön gestalten können. Denn die Kinder lernen von dem, was sie sehen von ihren Eltern. Die Kinder lernen von ihren Eltern, wahr oder wahr. Und deswegen ist es mein Anliegen, das hier zu trainieren. Und wenn auch du Coach bist oder jemanden kennst, der es verdient hat, Kunden zu bekommen, Coaches zu begleiten, dann lade ihn gerne hierzu ein oder empfehle dieses Video weiter, dass die Person es auch schafft, Coaches zu bekommen. Und diese Person wird dir ein Leben lang dankbar sein. Du musst sie nur darauf aufmerksam machen. Leite einfach das Video weiter. Falls diese Person irgendwann zufällig vielleicht auch ein Training bei mir bucht oder eine Ausbildung oder ein Einzelcoaching und sie nennt deinen Namen, dass du sie dazu eingeladen hast, bekommst du bei uns 1.000 Euro Provision, wenn die Person über dich eingeladen wurde. Das ist mein Dankeschön an dich, dass du dir die Mühe machst und jemanden, den du kennst,
dazu einlädst, weil wir uns vielleicht gar nicht kennen. Und ich bin sehr dankbar über all die hunderte Teilnehmer, die bereits im Verkaufstraining sind, die schon im Einzelcoaching waren, über alle, die ich schon in der Ausbildung hatte, die teilweise in meinem Team arbeiten und als Co-Coaches hier schon die Einzelcoachings machen, wie Gabriele, Tina, Charlotte. Ich danke euch dreien ganz besonders, denn ihr wart die Ersten, die auch an die Akademie geglaubt haben, die auch an dieses System, was ich hier aufbaue, geglaubt haben. Und ich danke euch ganz, ganz besonders. Und ich möchte auch die Zeit nutzen, Patricia danken, die diesen Online-Shop ins Leben gerufen hat, mit diesem Seestern, mit den Rauhnächte-Büchern, die damit auch die Aktion für die Coaches unterstützt, dass die Coaches es leichter haben, Menschen die Rauhnächte näher zu bringen, einzuladen, dass sie alle ihre Notizbücher haben über die Rauhnächte. Das, was wir hier aufbauen, funktioniert so gut, weil wir das gemeinsam machen. Ich alleine könnte das so gar nicht ins Leben bringen. Und ich möchte auch meine allerersten festangestellten Mitarbeiterin danken, der lieben Dagi, dass sie mich immer so liebevoll unterstützt und mit mir gemeinsam wächst. Sie lernt, wie ich denke, wie ich spreche, wie ich schreibe, dass sie mich immer mehr und mehr vertreten und ersetzen kann. Ich möchte den allerersten virtuellen Assistentinnen danken, ohne die ich das hätte gar nicht damals aufbauen können. Michaela, die heute noch für mich arbeitet. Hanna, die meinen Podcast mit unterstützt hat. Miriam, die mich damals mit unterstützt hat. Jasmin, die ersten Mindset-Training-Unterlagen geschrieben hat und Übersetzungen gemacht hat. Also wir können mit Stolz schon auf tolle 5 Jahre zurückblicken, die diese Firma schon erlebt hat. Und ich freue mich wahnsinnig schon auf nächstes Jahr, jetzt auf den Jahreswechsel, auf alles, was nächstes Jahr kommt. Wir werden nächstes Jahr eine Business Lounge in Erding einrichten, ganz nah an der Therme Erding. Mein Wunsch war eigentlich, direkt in der Therme Erding etwas aufzubauen und dort zu sein. Aber wir sind in der Nähe der Therme Erding. Da wird es eine Business Lounge geben, wo wir ab Februar, das ist der 12. Februar, der erste Termin vom Workshop, quasi vor Ort diesen Workshop Jahresplanung halten können, wo wir circa 20 Besucher vor Ort einladen können und dann auch eben den Online-Workshop nach draußen streamen. Und darauf freue ich mich ganz besonders, auch auf die ersten 20 Besucher, die immer dabei sein werden. Und darauf freue ich mich schon richtig. Das wird ein ganz fantastisches Jahr. Und ich freue mich auf alle, die das mit unterstützen, mit begleiten, die auch immer beim Sommerfest der Therme Erding dabei waren oder schon in der Thermenwoche dabei waren, in der Woche der Transformation in der Therme Erding. Und ich danke allen, die auch hier einfach jetzt mitmachen und sich mit dem Verkaufen beschäftigen, die das Verkaufen wirklich ernst nehmen als Lösung, die das Verkaufen nicht als unliebsame Sache sehen, die irgendwie muss und am liebsten alles verschenken, sondern die sich wirklich mit dem Verkaufen beschäftigen, um es Menschen zu erleichtern, dass sie zu dir Ja sagen können. Und wie viele von euch sind schon in der Lage und möchten vielleicht gerne etwas teilen aus den Übungen, wer schon zurück ist? Wie viele von euch möchten gerne ein Feedback geben, um etwas zu teilen, was vielleicht für dich jetzt schon passiert ist, was für dich schon eine Transformation war, was dir schon geholfen hat? Dann klick einfach mal auf Reaktion, Hand heben und dann sehe ich das auch besser, dass wir uns austauschen können über deine Transformation oder deine Erlebnisse, die du bisher hier schon im Training erleben konntest.
Da fliegen hier die Weihnachtskugeln vom Baum. Das sind besonders schöne Weihnachtskugeln, glaube ich. Die sind ganz neu. Die müssen erstmal geworfen werden. Da muss die Hälfte erstmal runterfliegen, dass die andere Hälfte überleben darf. Das ist wie beim Verkaufen. Wenn du anfängst, Verkaufen zu trainieren oder auf echte Kunden, auf echte Interessenten losgehst, wirst du erstmal viele verlieren, weil du nicht behutsam genug mit den Menschen vielleicht umgehst oder nicht behutsam genug den Wurm ausschmeißt oder geduldig genug angelst und sie zu schnell irgendwo ziehen willst. Und dann fallen sie einfach wie eine Weihnachtskugel runter, obwohl du sie an den Baum hängen willst, dass sie glänzen, dass sie strahlen, sie das schönste Fest erleben, dass sie im Kerzenlicht erstrahlen. Sie knallen dann einfach runter, wenn zum Beispiel der Haken, wo du sie dranhängst, also der Faden vielleicht zu dünn war oder der Knoten nicht fest genug war. Und wie viele von euch kennen das, dass man manchmal einfach ungeduldig ist beim Angebot, beim Verkauf? Dass man dann so sich Sprüche sagen hört wie, oh, jetzt muss ich aber mal den Sack zumachen. Genau das sind diese ungeduldigen Momente, wo du deinen Verkauf kaputt machst. Denn Verkaufen ist nicht einfach Verkaufen. In Wahrheit kannst du nicht verkaufen. Du kannst niemandem was verkaufen, was er nicht will. Du musst lernen, den Bedarf zu wecken, dass die Menschen das von alleine wollen, dass sie von alleine sagen, hey, das möchte ich gerne jetzt kaufen, das möchte ich haben, das brauche ich. Und deswegen trainieren wir das hier, dass die Teilnehmer wegkommen von diesem Gefühl, ich muss jetzt verkaufen. Jetzt ist der Moment, wo ich den Sack zumachen muss. Jetzt muss hier mal ein klares Ja gesprochen werden. Nein, das wird nicht funktionieren. Und alle Teilnehmer, die jetzt das üben, die werden gleich ein Feedback dazu geben, dass sie am Anfang das trainiert haben, wie sie Elemente sprechen können, die dazu beitragen, dass der Bedarf geweckt wird, sodass sie eben jetzt was verkaufen können. Denn das ist jetzt die letzte Trainingsrunde vor der großen Aktion, die dann stattfindet, dass alle ihre Teilnehmer betreuen und begleiten, damit sie am Ende echten Menschen was verkaufen können. Und wenn du das hier einmal übst im geschützten Rahmen, dann kannst du das im Echten dann auch besser verkaufen. Wahr oder wahr? Wie viele von euch sind denn schon jetzt zurück und haben trainiert und hatten eine Erkenntnis oder eine Begegnung? Die schreiben mal ich in den Chat. Wie viele von euch sind schon wieder hier und möchten auch gerne eine Erkenntnis teilen, möchten gerne etwas teilen, was für dich heute oder die letzten Tage eine Erkenntnis war? Und für diese Erkenntnisrunde gibt es zwei Regeln. This meeting is being recorded. Schmeiß dir nicht die Bratpfanne über den Kopf. Du musst dich auch nicht entschuldigen, dass du das erste Mal dabei bist oder zu spät gekommen bist. Wir halten den Fokus nur auf die Erkenntnis. Eine Erkenntnis für dich und die anderen Teilnehmer. Und gleich kommen auch die anderen zurück. In 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sekunde. Da sind sie wieder alle zurück. Und ich grüße euch alle, dass ihr wieder da seid, ihr Lieben. Und wer von euch möchte gerne seine Erkenntnis teilen, die für dich und für alle heute wichtig ist, beginnst mit dem Satz, meine Erkenntnis ist. Dann lade ich dich ein, die Hand zu heben, damit wir das sehen können. So wie die Heike. Heike, deine Erkenntnis bitte. Meine Erkenntnis ist, also ich habe mich riesig gefreut, dass wir alle uns sehr nur an die Aufgabe gehalten haben,
dass wir alle ganz kurz, also uns mal kurz vorgestellt, aber dann gleich angefangen haben und wir haben alle vier dran gekommen. Also das habe ich jetzt noch nie erlebt und das fand ich so toll, so wertvoll, dass wir alle dran kamen und alle die Feedbacks erhalten haben. Also es war einfach klasse. Schön, also deine Erkenntnis, dass es heute richtig besonders gut geklappt hat. Ja, das ist, dass wir auch uns kurz gehalten haben, nicht dazwischen erzählt haben und so. Super, also das ist ja auch fürs Verkaufen wichtig, ne, liebe Heike, dass man auch da einfach sich an den Kunden hält, an den Interessenten, ja. an die ja. Probleme vom Interessenten und nicht aus Versehen von sich vielleicht so viel erzählt. Also ein genau. Danke, liebe Heike, dass du dich gezeigt hast für deinen Mut. Ein Applaus für dich, für diese Erkenntnis des Kurzfassens. Und für wie viele von euch ist das auch immer wieder eine Herausforderung, sich kurz zu fassen, bei den Fakten zu bleiben, in der Klarheit zu bleiben. Dann ist das auch eine Erkenntnis, eine wertvolle Erkenntnis für dich. Also vielen Dank, liebe Heike, und ich freue mich auf die Erkenntnis von Oksana. Was für ein schöner Name. Danke, danke, liebe Christine. Ja, also meine Erkenntnis heute ist, auf jeden Fall ist dein Produkt wertvoll und das sind die meisten von uns, denn wir wissen ja auch, wo das alles hinführt. Verkauf es niemals unter den Wert. Unter den Wert, wo du dann halt auch bereit bist, etwas dafür zu tun, aber auch, wenn du den Anfangswert des Produktes nennst, dass du niemals so tief dann runtergehst, dass es dann halt wirklich nicht mehr realistisch erscheint. Sehr gut. Weil dann besteht auch die Möglichkeit, dass die Menschen dann sagen, wo ist denn da der Haken? Zuerst nennt sie so einen hohen Preis und dann auf einmal geht sie dann so weit runter. Was ist das denn überhaupt? Hat es überhaupt noch einen Wert? Also das ist dann die, der Ernst an der Sache oder wie soll ich das sagen? Irgendwo realistisch, ne? Unrealistisch. Also genau. Es muss realistisch sein. Sehr gut, liebe Oksana. Dankeschön dafür, für diese Erkenntnis. Und für wie viele von euch, danke dir, für wie viele von euch ist das auch eine Herausforderung, diese Wertigkeit zu finden, dass das realistisch ist, dann möchtet ihr dazu eine Zahl haben, die dir hilft, dass es passend ist, dann schreibt mal ja in den Chat. Also immer so ein Drittel. Versucht nicht, wenn ihr nachher den Preis reduziert, günstiger als ein Drittel zu sein. Ja, zum Beispiel der Wert ist 10.000 Euro. Und heute das super Sonderangebot ist 4.000 Euro. Ja, oder auf keinen Fall eben dann 1.000 Euro, das wäre zu günstig. Dann hättest du das Gefühl, so wie Oksana sagt, ja, wo ist da jetzt der Haken? Wenn es eigentlich 10.000 kostet, jetzt kostet es 1.000, das wäre ja ein Zehntel. Also danke, liebe Oksana, für diese wertvolle Erkenntnis, für den Wert. Ein Applaus für Oksana. Dann freue ich mich auf die Erkenntnis von Ulrich. Lieber Ulrich, her mit deiner Erkenntnis. Meine Erkenntnis ist? Meine Erkenntnis ist, dass ich nie gedacht hätte, dass ich in so kurzer Zeit so viel Spaß hier beim Verkauf haben kann. Dafür sage ich danke bei allen, die mit mir trainiert haben und vor allem danke dir, dass du diesen Raum zur Verfügung gestellt hast. Super, danke. Danke, lieber Ulrich, danke für diese Erkenntnis. Also Spaß haben, ihr Lieben. Und wie viele von euch haben auch gerne Spaß und finden es auch noch toll, wenn man Spaß haben und was verkaufen kann? Oh mein Gott. Dann danke ich dir, liebe Ulrich, für diese tolle Erkenntnis. Wir nehmen noch zwei Feedbacks. Noch wie viele? Noch zwei. Und zwar freue ich mich über das Feedback vom Gerhard. Lieber Gerhard, deine Erkenntnis. Ja, meine Erkenntnis war heute mit Spaß und Freude und guter Emotion verkaufen. Und das Geile war so richtig so, in der Wiederholung liegt die Kraft. Dieses Training, was du uns ermöglicht, ist unbezahlbar. Liebe Anne. Danke, danke, lieber Gerhard. Dankeschön, dass du auch dabei bist. Du bist ja auch im Verkaufstraining dabei. Dazu erzähle ich euch auch gerne später mehr.
Erstmal ein Applaus für Gerhard für diese tolle Erkenntnis. Spaß und Wiederholung. Juhu. Danke, Gerhard. Danke. Und noch eine letzte Erkenntnis. Wir nehmen die Katrin Anders. Liebe Katrin, deine Erkenntnis. Ja, also meine Erkenntnis ist auch, dass ich Spaß dabei habe und dass Üben zur Meisterschaft führt. Ja. Super, liebe Katrin. Also Spaß und Üben, Spaß und Üben ist die Erkenntnis. Wie viele von euch haben auch diese Erkenntnis, dass Spaß und Üben zum Erfolg führt? Spaß und Üben zum Ziel. Nicht Wissen und Wissen und Wissen und noch mehr Wissen, sondern Spaß und Üben. Also vielen Dank, liebe Katrin, für diese wertvolle Erkenntnis. Und ich danke euch allen, dass ihr hier mitmacht. Wir sind schon wieder fast 100 und das kurz vor Weihnachten. Oh mein Gott. Und wir alle könnten Geschenke packen, einkaufen, backen, kochen, vorkochen, wahr oder wahr. Ihr habt alle viel zu tun. Ihr habt alle sicher Familie und müsstet eigentlich alle jetzt irgendwas am Weihnachtsbaum machen oder wie bei mir zu Hause die Kugeln aufhängen, die hier schon runterfliegen. Aber wir sind eben die Lichter. Du bist was? Du bist ein Licht. Und vielleicht kennst du den Spruch, am Ende des Tunnels ist Licht. Und ich sage nein. Du bist das Licht im Tunnel. Wenn es dunkel ist, bist du das Licht, wahr oder wahr? Du strahlst, du leuchtest, du bist das Licht, sogar für dich. Für dein eigenes Herz, für dein eigenes Strahlen, für deine eigene Hoffnung, für deine eigene Zukunft, für deine eigenen Ziele, Wünsche. Und du bist das Licht für deine Seesterne. Du bist das Licht. Also vergiss, dass am Ende vom Tunnel Licht ist. Du bist das Licht. Und die Sterne leuchten im Dunkeln, wahr oder wahr? Du bist also wie ein Stern am Himmel. Du leuchtest und durch das Leuchten ist Licht. Durch das Leuchten ist es hell. Durch dein Leuchten wird auch alles um dich herum leuchten. Und jeder von euch leuchtet auf seine Art und Weise. Jeder von euch schlägt sein Herz auf seine Art und Weise. Jeder von euch hat Träume. Das ist dein Warum. Jeder hat hier ein anderes Warum. Und wie viele von euch möchten gerne mein Warum wissen? Wie viele von euch wollen gerne eine kleine Geschichte hören zu meinem Warum, warum ich das mache. Und das sehe ich schon, die ist. Mein Warum sind meine beiden Töchter. Denn ich war es mir selber nicht wert. Und was heißt wert? Ich hatte den Mut nicht. Ich hatte nicht den Mut und ich war es mir nicht wert, für mich diesen Weg zu gehen. Für mich aufzustehen, für mich zu kündigen. Ich hatte immer dieses Gefühl, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich kenne mich nicht aus mit Finanzamt. Ich bin eine Tochter von einer Lehrermama, einem Lehrerpapa, einer Lehreroma, einem Lehreropa. 4 Lehrer. Selbst meine älteste Schwester hat schon Lehramt studiert. Was sollte denn da aus mir werden? Mein Wunsch war Lehrer oder Kindergärtner. Und das war in meinem Leben eine Riesenherausforderung, dann irgendwann festzustellen, dass meine Schulnoten nicht ausreichten, um Lehrer oder Kindergärtner zu werden. Für den Lehrer waren meine Noten zu schlecht und als Kindergärtnerin war ich zu unsportlich und zu unmusikalisch. Und so überlegte ich, was soll ich machen? Ich ging zur Berufsberatung, der Computer spuckte irgendwas raus mit Apothekerin und dies und das. Und das wollte ich alles nicht werden. Mein einzigster Wunsch war nach dem Mauerfall, ich möchte die Welt bereisen. Ich hatte aber kein Geld, um mir weder einen Führerschein zu leisten oder ein Auto. Und so überlegte ich, dann studiere ich einfach Tourismuswirtschaft. Ich tat also alles dafür, dass ich irgendwie noch zum Abitur kam. Da stand ich auf der Warteliste
um noch einen Platz auf dem Gymnasium zu bekommen. Ich tat alles dafür, dass ich den Platz beim Studium bekam für Betriebswirtschaftslehre, für Tourismuswirtschaft, stand auf der Warteliste, um diesen Platz noch beim Studium zu bekommen. Und so stand ich immer von der Warteliste zur Warteliste, aber es ging immer weiter. Ich habe immer das bekommen, was ich wollte. Und irgendwann arbeitete ich in der gehobenen Hotellerie und fühlte mich aber von dem ersten Monat an nicht wohl, als Angestellte immer den gleichen Weg zu fahren und immer im gleichen Hotel mit den gleichen Kunden zu arbeiten. Doch ich hatte nicht den Mut, mich selbstständig zu machen. Ich hatte nicht den Mut, irgendwo hinzugehen und mich weiterzubilden. Ich ging ins Ausland, ich wechselte die Hotels, ging von Berlin nach München, nach England, nach Spanien, wieder nach Berlin, nach München, um irgendwann meine Kinder in die Augen zu schauen und zu denken, und ich möchte nicht, dass ihr zwei diesen Kampf erleben müsst, dass ihr fühlen müsst, wie man angeschrien wird als Praktikantin, wie man angeschrien wird von einem Chef, wie man behandelt wird, wie man über Nacht irgendwo auf irgendwelchen Messen in irgendwelchen Hotels schläft. Ich möchte nicht, dass ihr das erleben müsst, dass ihr auch in diese Mühle reinkommt von Ausbildung, Studium oder Arbeit. Und da Kinder aber immer von den Eltern lernen, musste ich es ja vorleben. Und das hat mir Mut gegeben zu sagen, für euch werde ich jetzt den Weg gehen und kündigen. Für euch werde ich mich jetzt mit meiner Angst auseinandersetzen, einfach zu kündigen und das tun, was ich tun kann, nämlich anderen Menschen beibringen, wie man Angebote macht, wie man auf Menschen zugeht, wie man verkauft. Und so ist dieses Verkaufstraining entstanden. Und meine Kinder sind heute 13 und bald 15 Jahre alt. Die kommen jetzt also in diese Zeit, wo sie Praktikum machen müssen, wo sie jetzt langsam da herangeführt werden, dass sie sich mit der Arbeitswelt beschäftigen, wo sie jetzt schon ihre Bewerbungen schreiben. Genau, Pubertät ist nicht so schlimm. Die dürfen ja bei mir machen, was sie wollen. Aber es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie meine jüngste Tochter sich in die Schule quält. Oder wie meine älteste Tochter jetzt schon fragt, was ist besser, Arzt, Jura, Studium, dies und das. Und ich gebe alles, dass meine Kinder durch mein Vorleben immer wieder mitbekommen und hören, was es noch gibt. Und ich freue mich so sehr, weil wir nächstes Jahr das erste Mal gemeinsam eine Bus-Coaching-Tour organisieren. Wie viele von euch wollen gerne wissen, was wir da machen zu dritt? Also es wird unser erstes eigenes Projekt. Wir werden gemeinsam zu einem Reiseveranstalter gehen und mit einem Reiseveranstalter eine Tour organisieren von Dresden, Berlin, Erding, um die Etappen zu zeigen, wie ich, die kleine Anne, sozusagen in der DDR an der Schule saß, wie ich in einem Neubaugebiet aufgewachsen bin, welche Schule ich gegangen bin, in welcher Kaufhalle damals die Geschichte passiert ist, wo ich Schokolade geklaut habe. Ich werde euch also all diese Geschichten zeigen, wo ich in Berlin gearbeitet habe, wo ich Kaltakquise gelernt habe, wo wir werden gemeinsam zur Blumen Group gehen. Wir werden dann am Ende in der Therme Erding im warmen Wasser sitzen. Und auf dieser Reise werden wir in Tagungsräumen sitzen, genau in Dresden vielleicht auch Besuche machen, nicht unbedingt in der Semperoper, aber vielleicht in der Komödie, schöne Theaterstücke besuchen. Und wir werden euch als Familie viel von uns erzählen. Meine Kinder werden euch erzählen, wie sie das als Kinder erleben, dass ihre Mama jetzt seit 5 Jahren ein anderes Leben lebt als die meisten Mamas. Genau, das grüne Gewölbe ist wieder da. Genau, Achim, da können wir auch hingehen. Also Dresden, Berlin und Erding hat so viel zu bieten, dass wir das gemeinsam erleben
und ich euch die Etappen zeigen möchte von der kleinen Anne. Denn egal, wo du herkommst, ob du aus der DDR bist, aus dem Neubaugebiet bist oder aus Berlin bist, du kannst alles schaffen, wenn du willst, wenn du ein Warum hast. Und ich möchte euch mit meinem Warum, mit meinen beiden Kindern, die 13 und 15 Jahre sind, euch das zeigen. Meine Kinder werden euch erzählen, wie sie das wahrnehmen, wie sie das erleben, dass die Mama hier ständig im Wohnzimmer steht und Webinare hält oder dass sie auch schon im Podcast mitsprechen durften oder dass wir oft Besuch haben von Einzelcoaches oder von Co-Coaches, wie wir das einfach in unserem Leben integrieren, wie das für uns normal ist, dass meine Kinder gar nicht auf die Idee kommen, Zeitung auszutragen oder nach einem Praktikum, so wie alle anderen, dieses Leben leben oder einfach ihr eigenes Leben so leben, wie sie leben wollen. Und das wird eben nächstes Jahr eine Bustour sein, die wir Ende August planen. Und darauf freue ich mich ganz besonders, weil das nur in diesem Rahmen entstehen kann, dass ich bereits eine größere Community habe, die ich dazu einladen kann. Dass ich bereits schon etwas bekannt bin, nicht mehr so wie noch vor 5 Jahren, als ich ein Anfänger war. Und um diese Community aufzubauen, musste ich erstmal Kunden gewinnen. Musste ich was? Einfach Kunden gewinnen. Meine ersten 200 Teilnehmer im Verkaufstraining, meine ersten 50 im Einzelcoaching, die ersten, die die Ausbildung gebucht haben. Also ich brauchte diese erste Basis, dass diese Menschen jetzt überhaupt Interesse haben, solch eine Busreise mitzuerleben. Und dass die mich auch kennen, meine Töchter kennen, um bei dieser Busreise überhaupt dieses Gefühl mitzubekommen. Das ist also nicht wie ein Tourist erleben, sondern richtig hautnah diese Geschichten, die sie alle schon kennen, jetzt wirklich vor Ort sehen und zum Beispiel auch im Klassenzimmer sitzen in meiner Schule, wo ich dort stand und erzählen musste, dass ich mal Schokolade geklaut hatte zum Beispiel. Und das Ganze machen wir wahrscheinlich Ende August und dazu sind dann alle eingeladen, vor allem meine Kunden aus dem Verkaufstraining, aus den Einzelcoachings, aus den Ausbildungen, alle, die in meinem Inner Circle sind, die mich schon besser kennen, weil das eine Erlebnisreise wird, um mich und meine Kinder noch besser kennenzulernen. Und wie viele von euch haben schon mitbekommen, dass das, was wir hier trainieren, manchmal eine Herausforderung ist? Ob das die Einleitung ist, dass das Sieden ist, das Geschichte erzählen ist, dass man das wirklich immer wieder hören und üben muss, hören und üben. Und wie viele von euch wollen denn wirklich ab nächstes Jahr jeden Monat mindestens 10.000 Euro verdienen und es auch leicht haben? Die schreiben mal ich in den Chat. Da sehe ich schon ganz viel Ichs und Ja's. Ist das machbar, wirst du dich fragen. Ist es machbar, dass wenn du jetzt, so wie du diese Rauhnächte jetzt organisierst und deine ersten Seesterne hast, dass du am Ende was verkaufen wirst, ja oder nein? Schreib's mal in den Chat. Ist es machbar, dass du mit einer Aktion, wenn du das immer wieder übst, am Ende was verkaufst, ja oder nein? Ist es machbar, dass du jeden Monat mindestens 5 Kunden generierst, wenn du jetzt so Monat für Monat weitermachst? Ja oder nein? Könnte man, wenn man 5 Kunden hat und man übt und trainiert weiter, dann vielleicht doppelt so viel Kunden gewinnen, vielleicht 10 Kunden? Und schreib mal 10 in den Chat, wenn du von dir glaubst, dass du, wenn du 5 hast, irgendwann auch 10 haben könntest. Und da sehe ich ganz viel 10. Und könntest du dir vorstellen, dass du im Rahmen von so einer regelmäßigen Begleitung auch regelmäßig besser wirst, regelmäßig mehr Einladungen schaffst, regelmäßig deine Community erhöhst, vielleicht auch auf 50, 100 Teilnehmer kommst oder später auch deine eigene Marke entwickelst, deine eigene Bustour entwickelst, ja oder nein?
wollt ihr wissen, wie man erst 5, erst 10 und dann 15 Kunden jeden Monat generiert. Wenn du das weitermachst, was wir jetzt hier gemacht haben mit den Rauhnächten, mit den Seesternen, dann wirst du das jeden Monat weiter erhöhen. Du musst einfach nur weitermachen und du brauchst immer den nächsten Wurm. Denn die Rauhnächte sind der Wurm für die Rauhnächte. Dann brauchst du den nächsten Wurm für Januar, Februar, März, April. Diesen Wurm bekommt ihr ja immer in dem Workshop Jahresplanung, der einmal im Monat stattfindet. Wie viele von euch sind schon in diesem Workshop Jahresplanung dabei? Die schreiben mal, bin dabei in den Chat. Denn das ist die Basis. Das ist die Basis für dieses Verkaufstraining. Das ist die Kundenreise. Es beginnt immer mit einem Wurm, wie zum Beispiel jetzt die Rauhnächte, wo letztes Jahr alle Coaches im Januar 10.000 Euro Umsatz hatten oder sogar bis 100.000 Umsatz im Januar. Das ist die Basis und das trainieren wir dann, diesen Wurm, im Verkaufstraining und machen das dort gemeinsam. Wie viele von euch wollen gerne mehr über dieses Verkaufstraining erfahren, damit du diese Basis auch weiterhin so trainieren kannst, dass dein Umsatz sich immer weiter verdoppelt, verdreifacht und du eben auch dir so eine Community aufbauen kannst. Die schreiben mal ich in den Chat. Denn es gibt statistisch gesehen immer nur ungefähr 10% Macher. Wie viel Prozent? Statistisch gesehen sind in jedem Training, und es ist wirklich traurig, 90%, die es hinterher nicht umsetzen und nur 10%, die umsetzen, die Macher sind. Und viele Menschen sagen, dass es blöd ist, aber dass es leider so ist, dass wir Hoffnung verkaufen. Ich möchte aber keine Hoffnung verkaufen. Ich möchte nur ein Verkaufstraining den Menschen anbieten, die zu den 10% Machern gehören, die wirklich mitmachen, die Spaß dabei haben, Seesterne zu sammeln, die Spaß haben, die sich jetzt schon freuen, die jetzt schon sagen, wow, die Rauhnächte ist bald durch, die fangen ja jetzt in 3 Tagen an, war oder war. Da ziehst du die durch und überlegst schon, oh mein Gott, was mache ich denn gleich nach den Rauhnächten? Was mache ich als nächstes? Wie mache ich das jetzt Monat für Monat, dass ich immer wieder was Neues habe wie die Rauhnächte? Also 10% werden das immer weitermachen, wie Juliane schon schreibt, die schon überlegt. Und genau mit dieser Energie überlege ich immer schon, was kommt als nächstes. Und wir machen das im Verkaufstraining Schritt für Schritt gemeinsam. Wir lassen keinen alleine. Wir machen das mit ganz viel Spaß gemeinsam. Wir laden gemeinsam ein. Wir besprechen gemeinsam die nächsten möglichen Aktionen. Da machen wir nicht alle die gleiche Aktion wie jetzt die Rauhnächte. Das war ja nur jetzt im Rahmen der Black Friday Aktion, sondern du bekommst verschiedene. Du musst dir das so vorstellen, du bist wie ein Angler, der im Boot im Wasser sitzt. Und da sitzen entweder viele Boote mit vielen Anglern, die im gleichen Teich angeln. Viele Angler teilen sich die Fische in einem Teich. Im Verkaufstraining lernst du aber, dass du ein Angler bist, der weiter draußen angelt, der sich eine spezielle Zielgruppe aussucht, wo nicht die ganzen Angler sind. Und dadurch bekommst du dann den richtigen Wurm für diesen Fisch, den du angeln willst und kannst dort ganz entspannt, gemütlich deine Seesterne einsammeln, sozusagen angeln und hast immer Interessenten. Und wie du das wirst, wie du ein Angler wirst, der draußen alleine angelt mit dem richtigen Wurm und die richtigen Fische an Land zieht, darum geht es im Verkaufstraining, dass du immer mehr Menschen in deiner Gruppe hast, immer mehr deine Community aufbaust und immer mehr Abschlüsse hast, Monat für Monat.
dann hast du den dicksten, fettesten Wurm und die Leute, die Menschen lieben das, was du da rausgibst. Die Menschen lieben diese Kostprobe, die Menschen lieben deine Einladung. Dies wird sich rumsprechen. Du hast eine Weiterempfehlungsformel, baust dir ein Weiterempfehlungsteam auf, Menschen, die dich freiwillig weiterempfehlen, weil sie genau wissen, was sie davon haben, weil sie Spaß dabei haben, weil sie auch noch was dafür bekommen und dich gerne weiterempfehlen. Und für wie viele von euch wäre das eine große Hilfe, wenn du lauter Weiterempfehler hast und nicht mehr angewiesen bist auf diese ständige, frustrierende Kaltakquise. Wenn du eine Weiterempfehlungsformel hast, wo die Menschen dich von alleine weiterempfehlen und sich bei dir auch noch bedanken und du mit denen vielleicht einmal im Monat ein kleines Treffen machst oder einmal im Jahr ein Sommerfest, so richtig Spaß hast und ihr das feiert, dass sie dich weiterempfehlen. Und für dieses Verkaufstraining gibt es natürlich auch eine Investition. Wird das eine Investition sein, die du dir heute Morgen gedacht hast? Ja oder nein? Wirst du heute Morgen aufgestanden sein und gesagt haben, oh, heute wäre ja schön, wenn die Anne mal endlich ihr Verkaufstraining verkauft und mir endlich mal sagt, was das Ganze kostet. Ich will endlich mal meine Inflationsprämie und mein Weihnachtsgeld heute investieren, um verkaufen zu lernen. Wahrscheinlich nicht. Niemand steht früh auf und sagt, heute will ich mal lernen, wie ich verkaufe. Und so geht es wahrscheinlich auch dir, dass deine Kunden nicht früh aufstehen und sagen, heute nehme ich mal mein ganzes Geld und investiere in einen Coach, der mir beibringt, wie ich mein Selbstbewusstsein erhöhe oder mein Selbstwert oder meine Selbstliebe. Denn das ist eine Investition in den eigenen Wert. Und zum Thema Verkaufen ist es genauso wie bei dir. Es ist ein Selbstwertthema. Du musst dir überlegen, ob du es dir selbst wert bist oder deinen Kindern, dass du dieses Thema Verkaufen für dich ein für alle Mal lösen willst oder mit einer Gruppe in einem Gruppentraining angehen und lernen willst, dass du den Fokus immer behältst aufs Verkaufen, dass du mit dieser Begleitung Spaß hast, dass du dranbleibst, dass wir gemeinsam einladen, gemeinsam Webinare schreiben, gemeinsam verkaufen und gemeinsam es schaffen, mit einem Boot draußen zu fischen, wo wir uns nicht alle im gleichen Wasser um die gleichen Kunden streiten, sondern wo jeder, der im Training ist, seinen eigenen See hat und dort in Ruhe angeln kann, wo alle Fische Hunger haben und kaufen. Also gemeinsam das Einladen, gemeinsam Webinare, gemeinsam verkaufen und alle gemeinsam ihr Empfehlungsteam aufbauen und das Woche für Woche. Und dazu hast du eine Plattform für Interviews, für Kongresse, für Kurse, kannst deine eigenen Bücher schreiben, du bekommst Vorlagen, wie du ein Workbook schreibst, du bekommst Landingpages, du bekommst sogar einen fertigen Kurs mit Kurt Tepperwein, den du dann nutzen kannst, damit du auch schon kleine Sachen hast, damit Menschen bei dir etwas bestellen, was nichts kostet, sodass du aber deine Community aufbauen kannst durch E-Mail-Adressen, durch Telefonnummern. Das haben wir alles in den letzten Monaten getestet und rausgesucht, wie du am schnellsten ein Buch schreiben kannst, ein Workbook, ein E-Book oder eben einen Kurs einfacher nutzen kannst. Du bekommst alles aus den Masterminds von mir mit, wo ich zum Beispiel bei der Costa Rica Masterclass noch bin, dass du auch diese ganzen Learnings hast. Und alle, die im Verkaufstraining sind, sind bei meinem Inner Circle, sind also noch näher an mir dran, werden auch zu dieser Busreise eingeladen und bekommen zum Beispiel auch 50% Ermäßigung für die Thermenwoche oder bekommen auch leichter den Zugang zur Ausbildung, die ich anbiete, sodass sie auch später
zum Beispiel bei mir als Co-Coach arbeiten können oder auch als Assistentin bei mir im Team arbeiten können. Wie viele von euch möchten gerne wissen, was der Zugang dafür wäre, was die Investition ist, um dabei zu sein, um einfach mit Spaß und Freude dies gemeinsam zu meistern, gemeinsam in den Genuss zu kommen, weiterhin Seesterne zu sammeln und Coaches aufzubauen. Ich schreibe mal ich. Prima, das sehe ich ganz viel ichs. Denn dieses Verkaufstraining, das geht ein Jahr. Ein Jahr brauchst du, um das immer wieder zu wiederholen, bis du die Formeln verinnerlicht hast, bis dein Ego weiter zurückgegangen ist, bis du dich wirklich deiner Zielgruppe voll und ganz hingibst und in Ruhe und entspannt angelst. Denn dein Verstand wird dir immer wieder dazwischen scheißen und wird dir die Ruhe gar nicht erlauben. Wie viele von euch kennen das, dass du gar nicht in Ruhe zu Hause mal dich ausruhst, weil dein Verstand immer wieder sagen wird, du musst was tun, du musst was tun. Du wirst also in diesem Training eine Transformation erleben, dass du ganz entspannt und im Wohlgefühl dich wirklich wohlfühlst, auf das Wohlgefühl dich fokussierst, denn du erschaffst aus dem Wohlfühlmoment deine Wohlfühlzukunft. Es geht also ganz viel um Heilung, dass du dich hier wohlfühlst und die Menschen aus diesem Wohlgefühl einlädst, mit ihnen eine schöne Zeit machst und dann was verkaufst. Das Ganze hat einen Wert von 39.000 Euro. 39.000 Euro, dass du lernst, wie du jeden Monat mindestens 10.000 Euro verdienst. Findet ihr den Wert 39.000 Euro dafür angemessen, dass du lernst, wie du aus dem Wohlgefühl mit völliger Ruhe und Entspanntheit aus dem Herzen dieses Verkaufen lernst, trainierst, deine eigene Kundenreise aufbaust, immer interessante, spannende Würmer hast und einfach Spaß hast. Der Wert ist 39.000 Euro. Juliane schreibt auch, der ist voll gerechtfertigt, ganz genau. Und weil jetzt aber bald Weihnachten ist, ihr Lieben, habe ich mir für euch ein super Weihnachts-Sonderwachstumspaket überlegt. Wollt ihr wissen, was in diesem Weihnachtswachstumpaket drin ist? Es ist ein Angebot, was nur heute gilt bis Heiligabend, bis 24.12.23:59 Uhr. Also es gilt wirklich nur bis Heiligabend, ihr Lieben. Und Erdmute schreibt schon her damit. Petra schreibt auch ja. Dieses Wachstumspaket beinhaltet also das komplette Verkaufstraining, die Mediathek, die Leitfäden, die Verkaufsformeln, die Kurse, alles, was ich euch erzählt habe, inklusive einer WhatsApp-Begleitung, wo du also auch Support bekommst, wo du jeden Tag was reinschreiben, was posten kannst, ob du gerade im Messenger-Marketing nicht weiterkommst, dass ich dir helfen kann, dass deine Nachrichten reparierst, dass du es schaffst, dass die Menschen bei dir Ja sagen. Du bekommst einen Text zum Anschreiben der Menschen. Du musst sie also nicht ständig hin und her schreiben, sondern ein Text, um Menschen einzuladen. Ein Text reicht. Du musst da gar nicht riesenlang hin und her schreiben, denn wir wollen es ja leicht haben, wahr oder wahr? Also bei mir lernst du nicht, wie du ellenlang mit Menschen dich beschäftigst, die am Ende nichts kaufen wollen, sondern wie du nur einmal Menschen anschreibst, dass sie entscheiden können, ja, ich komme in deine Einladung oder nicht. Du lernst bei mir auch nicht das Verkaufen von Überreden, Überzeugen, sondern mehr das Einladen, dass Menschen selber sagen können, hey, ich fühle mich bei dir so wohl, bei dir kaufe ich. Du bist irgendwie anders. Du versuchst mich nicht zu überzeugen, irgendwo hinzudrehen oder zu manipulieren. Bei dir kaufe ich. Und das lernst du eben alles in diesem Verkaufstraining, wo du viermal die Woche einen Zoom-Call hast, diese WhatsApp-Begleitung hast, um Fragen zu stellen, damit dir
sofort geholfen wird und du bekommst alle Vorlagen vom Schreiben bis zum Erstgespräch, bis zum Verkaufsgespräch. Und für wie viele von euch wäre das eine Hilfe, wenn du zum Beispiel ein Erstgespräch hättest, was spätestens nach 15 Minuten beendet ist, weil du von mir eine Technik gezeigt bekommst, wie du nach 15 Minuten so einen charmanten Abgang machen kannst. Das ist dann beendet und du entscheidest, ob du mit deinem Seestern noch ein Verkaufsgespräch machst. Und stell dir mal vor, du lädst dann deinen Seestern zum Verkaufsgespräch ein. Und für wie viele von euch wäre es eine Hilfe, wenn ihr dieses Verkaufsgespräch so macht, dass es eine Stunde oder 1,5 Stunden geht, du aber am Ende immer ein Ja hast. Immer. Ich zeige dir das in Lernvideos, in Skripten, die Technik, wie du am Ende immer ein Ja hast. Denn ich habe bereits über 100.000 Verkaufsgespräche geführt. Es sind nur wenige Fragen, aber du hast am Ende, das garantiere ich dir, immer ein Ja. Ich kann dir nur nicht garantieren, dass sie am Ende alle das Geld haben. Aber du wirst immer ein Ja haben. Und ich gebe dir noch 4 andere Wege an die Hand, was du tun kannst mit Menschen, die Ja sagen, aber kein Geld haben. Und deswegen ist dieses Verkaufsgespräch wirklich so wertvoll, weil es nicht irgendwelche Leitfäden sind, sondern weil es aus der gelebten Praxis ist. Wir haben das letztes Jahr getestet mit über 100 Coaches. Alle, die schon dabei sind, können das bestätigen. Sie wenden diese Dinge an. Sie sind 4 Wochen im Training, 5 Wochen im Training, 6 Wochen im Training und haben ihre ersten Abschlüsse. Alles, was du nur brauchst, ist das Wissen. Du bekommst von mir die Kenntnisse und die Fähigkeiten. Wenn du da drinne bist, dann gebe ich 100%, dass du so schnell wie möglich erfolgreich wirst. Denn je schneller du erfolgreich bist, umso leichter habe ich es. Umso mehr spricht sich das rum, umso mehr Coaches lernen das, umso mehr Menschen verkaufen endlich auch mehr aus dem Herzen. Und dazu gibt es auch ganz viele Referenzen auf meiner Homepage für alle, die sich jetzt fragen, ja, das funktioniert vielleicht bei den anderen, aber nicht bei mir. Es wird auch bei dir funktionieren. Und wie viele von euch möchten gerne wissen, was heute der Super-Sonder-Weihnachtsangebotspreis ist? Denn 39.000 Euro ist der Wert. Aber auch das ist immer noch viel zu viel für viele von euch. Wahr oder wahr? Deswegen gibt es das heute, weil Weihnachten ist, bis Heiligabend für nicht 39.000 Euro, nicht 19.000 Euro, auch nicht 9.000 Euro. Heute auch nicht für 8.000 Euro, auch nicht für 7.000 Euro, heute für nur 5.500 Euro bis Heiligabend, 24 Uhr. Und das für die ersten 10. Ich habe 10 Plätze dafür freigegeben für 5.500 Euro. Diejenigen von euch, die also schnell sind. Und ich stelle gleich hier einen Link in den Chat. Die sich vielleicht erstmal nochmal die Referenzen anschauen wollen. Die sich was anschauen wollen? Referenzen. Stelle ich euch jetzt einen Link in den Chat. Da könnt ihr euch noch Referenzen anschauen von Joyce, von Martha Anna, von Menschen, die schon im Ausland leben, Menschen, die gekündigt haben, Menschen, die ihr Buch geschrieben haben mit meiner Hilfe, dass ihr mal seht, dass das wirklich auch für dich funktionieren kann. Und die 10 von euch, die dann als erstes ein Telefonat mit mir buchen, mit denen werde ich telefonisch sprechen und dann für die ersten 10, die am schnellsten sind, auch ein Einzelcoaching anbieten für eine Stunde, damit wir für dich diese Nische herausfinden, also diesen See, wo du alleine im Boot sitzt. Genau, das Ganze geht ein Jahr, ihr Lieben. Du brauchst nur ein Jahr, um das zu lernen.
Du musst aber für dich wissen, wo du angelst. Und damit du das schneller herausfindest, weil das wirst du alleine nicht herausfinden. Ich kann das aber schnell erkennen, wo du alleine im Boot sitzt und alleine angelst, damit du entspannt und ruhig angelst. Deswegen biete ich denen, die es wirklich ernst meinen, die ersten 10, auch ein Einzel-Zoom-Gespräch mit mir an, ein Zoom-Coaching, dass wir für dich diesen See finden. Und ich biete das nur denjenigen an, die in der Lage sind, an diesem Training teilzunehmen. Die Zeiten wisst ihr jetzt, das sind die Zeiten, die wir auch jetzt hier in der Black Friday Aktion haben, also Montag und Freitag 9 Uhr, Dienstag und Donnerstag 21 Uhr. Das sind die Zeiten für die 4 Zoom-Calls. Und außerdem gibt es immer eine Aufzeichnung von diesen Zoom-Calls in einer extra Facebook-Gruppe. Ihr bekommt dann sofort den Zugang zur Mediathek, zur WhatsApp-Gruppe, zur Facebook-Gruppe. Was ich euch heute als Bonus noch mitgebe, ihr Lieben, wollt ihr noch einen Bonus haben? Der Bonus für heute ist, dass wer sich jetzt heute entscheidet, dabei ist und erst im Februar bezahlt. Du bekommst also alles, sobald wir telefoniert und diesen Zoom-Call gemacht haben, alle Zugänge sofort, musst aber erst im Februar bezahlen, damit du jetzt über die Rauhnächte das Geld schon reinholst, über den Januar das Geld schon reinholst. Das ist also für alle eine Art Notfallpaket, damit ihr jetzt im